Willkommen zurück bei Minecraft mit Uzi Wolfersen. Am Strande mit dem Fundamente ohne Ente. So, ich muss nochmal zählen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Easy. So, das heißt hier fundamental gesehen kann hier der ganze Sand erstmal rausgerupft werden. Den haben wir dann somit frei zur Verfügung, um dann rings um das Fundament von dem neuen Gebäude, von dem neuen Projekt, die ganzen Löcher noch mit Sand zu stopfen, um erstmal eine kleine Basis zu haben. Und dann hier direkt loszulegen. Denn das wird wahrscheinlich ein bisschen auch wieder eine längerfristige, größere Angelegenheit, schätze ich mal. Vielleicht auch gar nicht so groß und so lang. Kann ich mir auch ganz schnell vertun. Ja, tendenziell, wenn ich jetzt hier das Fundament freilege, theoretisch. Ganz theoretisch. Ich sag mal so, es ist ein Gebäude, ich habe es im Kreativmodus schon mal so ähnlich gebaut. Theoretisch würde das Gebäude sogar einen Keller bekommen. Hatten wir ja so auch noch nicht. Da müsste man sich jetzt allerdings schon jetzt eigentlich überlegen, wie man das dann am besten gestaltet. Erstmal den Sand hier snacken. Hier ist noch Kohle zufälligerweise. Haben wir da noch Platz für? Naja, nicht direkt, aber verachten würde ich sie jetzt auch nicht unbedingt wollen. Können wir ja stattdessen den Sandstein hier lassen. So, nämlich. Tja, jetzt Schlachtplan. Hauen wir den Keller nachträglich rein oder machen wir es gleich? Das da drüben gefällt mir auch noch gar nicht. Das machen wir mal so ein bisschen schräg, würde ich sagen, oder? Hier Sand. Hier Sand. Ups, hier nicht Sand. Hier Sand und der Rest dann meinetwegen Erde. So, ne? Kann das auch irgendwann wieder grün werden hier. Jetzt füllen wir das hier außen erstmal noch mit Sand. Würde dann aber auch symbolisch fast sagen, dass wir hier auf der anderen Seite genau auch eine Art noch Hintereingang bauen. Von diesem ganzen Ding. Ne, warte mal, eben nicht so, sondern so. Das muss weg. Wenn hier die Pfeiler sind, das ist ja dann schon innen. Und das wird dann bestenfalls Holz. Ja. Flup. So, das könnte man ja jetzt hier, wenn man Sandstein hat, erstmal wieder zumachen. Hier ist es ja egal. Kann wieder weg. Erde würde ich sogar vorzugsweise mitnehmen. So, hier ist jetzt der Hinterausgang mit dem Weg, der dann hier so ein bisschen symbolisch weiter und bis um die Ecke geht. Weil, wie gesagt, wird alles noch Neuland. Und da gibt es dann sicherlich irgendwann in weiter Ferne noch weitere Projekte, wofür das dann auch gut sein wird. So, jetzt aber erstmal hier die Löcher am Strand stopfen. Sieht ja sonst scheiße aus, ne? Ja, genau so.
Ja. Mal sehen, ob das alles so wird, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Im Kreativmodus ist vieles viel einfacher. Gerade was den Baumodus angeht. Boah, der Sand wird nicht mal ansatzweise reichen hier. Da habe ich mir wohl ein bisschen zu viel erhofft. Ach ne, ich habe ja noch. Bisschen habe ich ja noch, aber. Ja, doch. Dann wird's reichen. Dann habe ich gar nichts gesagt. Hier ist ja sogar noch Gerülle hier. So. Okay, dann reicht's doch. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch hier das Zeug mitnehmen. Jetzt bin ich halt immer noch am Überlegen, mache ich den Keller gleich rein oder später? Weil ich weiß ja noch nicht, in welchen Dimensionen ich bauen muss. Wenn ich den gleich mache, müsste ich tatsächlich. Das ist jetzt nämlich der Punkt. Dann müsste ich hier unten auch Beton nehmen. Und den habe ich ja noch nicht. Wie mache ich es jetzt? Mache ich das jetzt so mit diesem Wassertrick? Immer und immer wieder. Weil Fakt ist, dann muss das hier auch noch weg. Dann müssen wir den ganzen Radius um 1 verbreitern. Dann war das auch alles Kokolores hier. Ja, und dann schauen, ob das mit dem Wassertrick funktioniert. Dann könnte ich ja trotzdem erstmal in die Höhe bauen. Und in die Tiefe gleichzeitig. Ja, man könnte dann den Trockenbeton erstmal anbringen und dann von oben mit Wasser fluten. Bestenfalls dann natürlich schnell genug sein, um selbst von unten herab. Ja, da müsste ich jetzt tatsächlich so hier, ne? Da war es ja ganz gut, dass ich mir jetzt ein paar Spitzhacken mitgenommen habe. Ja, die Frage ist jetzt, wie tief müssen wir den jetzt planen? Und das gerade eigentlich. Scheiße, wenn man Musik und Kopfhörer und sowas, irgendwas hat gerade geknallt hier draußen. Aus die Katze oder hat im Hausflur einer die Tür geschmissen? Oh, kurz vor 22 Uhr kann man schon mal machen. Ja, wie tief müssen wir den Keller planen? Das muss ja auch noch berücksichtigt werden. Und wird wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und das dauert jetzt vor allen Dingen auch noch eine ganze Weile. Ach nee, auch das noch. Muss mal ganz, 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 ganz kurz. Ich kann ja hier weiter hacken nebenbei. Eine Nachricht mit einem kurzen Zwei-Wort-Text hier. Ja, genau. Beantworten. So, das wäre erledigt. Kann ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren hier. Ja, also das nimmt jetzt natürlich noch viel mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich dafür geplant war. Wenn wir jetzt hier das ganze Ding noch unterkellern. Oh ja, das wird wirklich auf. Also es ist ja wirklich eine recht große Grundfläche, sage ich jetzt mal. Wir reden ja hier von 22 mal 22. Also,
440? Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? 440 kann das sein. Ja, Quadratmeter oder Quadratblöcke. Völliger Quatsch. 484 ist es, mein Gott. Ja, zu später Stund mit Alkohol im Mund. Da läuft das nicht mehr. Die Mathematikprofessoren jetzt wahrscheinlich hier gleich so. Ja, mir egal. Bin auch nur Durchschnittsbürger. War in der Schule Kreide holen. Und ganz oft krank. Hab trotzdem mal Abschluss geschafft. Hab eine Arbeit gefunden. Leben läuft. Alles andere ist völligst egal. Wenn du nicht den großen Karrieredurchbruch machen willst, dann ist das scheißegal. So, jetzt trotzdem sei es mal dahingestellt. Wenn ich jetzt hier das ganze Ding, 484 Blöcke, Minimum 5 Etagen unterkellern möchte, dann müssen wir hier jetzt mindestens mal 2-3 Folgen dafür investieren. Weil das ist nicht mal eben so nebenbei erledigt und die Werkzeuge werden auch nicht so lange halten, um das jetzt hier durchzuziehen in 1-2 Folgen. Das könnte länger dauern. Aber das ist auch wieder so die Frage. Müssen wir das jetzt unbedingt mit einem Ritt machen? Auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite. Boah. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht wirklich die halbe Nacht durchzocken. Ich habe morgen noch ein bisschen was zu tun. Aber so eine Basis würde ich heute schon gerne noch haben, aber boah, tendenziell habe ich eigentlich jetzt in der Session noch Zeit für gerade mal vielleicht 4 Folgen noch. Vielleicht gerade mal noch 4 Folgen, also eine Stunde. Oh Mist, Eva, was lädt man sich auch an den freien Tagen den Arsch voller Termine? Einfach zu Hause bleiben können. Heute hätte ich zocken können, jetzt bis die Nacht um 3. Keine Sau interessiert. Doch, mich vielleicht einen Tag später, weil ich da Frühschicht habe. So, nachts um 3 ins Bett gehen und einen Tag später aber schon wieder 5 Uhr aufstehen, das ist kacke. Da hätte es meinen Rhythmus ein bisschen verdreht, glaube ich. Nee, wäre auch nicht die Erfüllung gewesen. So, Spitzhacke, ich sag mal Ade. Eine haben wir noch. Können wir zumindest noch die Ebene hier abtragen. Vielleicht schaffen wir das sogar noch in dieser Folge. Dann habe ich da nämlich auch eine Eisen und Kohle gesehen. Das Inventar ist krachend voll. Ich müsste dann mal mit irgendwas erstmal anfangen, sonst wird das hier überhaupt nichts mehr. Ja, Sandstein geht halt auch schnell. Cobblestone dauert mir verhältnismäßig fast ein bisschen zu lange. Hätte natürlich auch eine Diamantspitzhacke für das mal opfern können, ausnahmsweise hier. Hätte ich halt einfach wirklich mal machen können. Ich meine, wir haben 964er voll mit Diamant und haben obendrein eh schon noch 2 oder 3 Diamantspitzhacken im Lager. Also da hätte man, also jetzt ist mal irgendwann genug vom Dagobert Duck hier. So viel Geiz, ey, das geht ja fast gar nicht mehr unter die Kuhhaut. So, ich würde mir allerdings trotzdem als i-Tüpfelchen ganz gerne hier noch die Kohle mitnehmen. Und eigentlich sogar das Eisen. Aber dafür haben wir jetzt eh keinen Platz mehr. Deswegen fangen wir erstmal mit der Kohle an. Die Folge ist ja eh schon wieder vorbei. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir hier unten weiter in dieser Grube. In diesem Ground Zero. Und ich sag bis dahin. Tschüsseli!